nochmal diese Entwurzelungsanhänger? Um 25.000. Ah, okay. Warum? Aber ich überlege, es wäre eigentlich gescheiter, wenn wir das vorm Ansehen machen. Da sind ja nicht so viel. Wäre ja auch wurscht, oder? Ja, gut, haben wir da ein bisschen weniger. Wenn man nicht drüber fahren kann, schön, haben wir da ein bisschen weniger. So, das ist aber das ist nur am Baumstumpf. Wie das ist. 1 cm weniger. Die, bei manchen ist 2 cm viel, wenn es weniger ist. Das sind nicht 20. Alter! Alter! Alter, hallo! Steppert, oder was? Zuerst hat er einen Linksdrall und jetzt schlagt er auch nicht so rechts ein, Alter. Hallo! Scheiß die Wandern, Alter. Ja, was gibt's heute sonst noch Spannendes auf unserem Hof? Das gleich in den Nachrichten um 6. Paradise. Heaven, heaven. Geht schon wieder. Alles gut. Ist das die Coldplay-Version oder? Die Coldplay-Bauern-Version. Aber bis dahin, ich habe mir gespannt, nächstes Mal bin ich echt dabei am Konzert. Schau ich, dass ich Karten krieg. Nila hat jetzt gesagt, dass sie zu Pink einmal gerne gehen wird auch. Ist auch nicht recht. Hallo und herzlich willkommen bei den bei Bauern TV. Es ist 18.08 Uhr. Hier die News vom Metzehof. Bauer Alex grubert sich gerade das Feld weg, grubert sich einen runter, während Bauer Bertel voll auf Gras ist. Danke, das war's mit den heutigen News. Natürlich jetzt, ich wollte jetzt heute doch Österreich, Deutschland, ne? Mhm. Weiß nicht. Haben sie nur gemacht wegen den Tickets? Nein, das nicht, wir hätten noch Tickets gekriegt. Aber 64 Euro? Ja, oder ich auch. Seid ihr krank oder was? Soll ich gerade nicht für 64 Euro ein Freundschaftsspiel anschauen, Alter? Vor allem, es gibt nicht mehr gute Plätze, finde ich. Nur noch so halb in der Kurve beim Tor. Na gut, aber die sind nicht so schlecht. Ach so? So E? E, glaube ich, war das? E ist zum Beispiel überhaupt nicht schlecht, weil da ist genau wo die Laufbahn ist, das heißt, du bist nicht zu weit weg und du siehst aber wirklich so schräg halb aufs Feld ran. Okay. Also bin ich schon mal gesessen. Ich weiß nicht, was ich mir da angeschaut habe. Wenn wir da nicht gesessen, würden wir die auch sagen, oder? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt auch überlegt. Da sind wir leicht schräg gesessen, oder? Ja, aber nicht so in der Kurve drinnen. Ja gut, E ist ja auch nicht ganz in der Kurve. E ist der Anfang der Kurve.
Aber wir hätten auch noch für B bekommen. Also für, warte, zweiter Rang. Okay. Aber 64 Euro waren es dann doch zu teuer für ihn. Also für ein Freundschaftsspiel ist das heftig. Eben. Ich glaube nämlich Freundschaftsspiel Moldawien hat nicht so viel gekostet. Weiß ich nicht. Moldawien? War das Moldawien? Ich glaube Moldawien. Belgien hat nicht einmal so viel gekostet. Und das ist ein Quali-Spiel. Ja. Na, da ist schade, dass es keine Karten gibt. Da ist der Vorverkauf aber auch vollkommen an mir vorbeizogen. Ja, ich habe schon. Ja, meistens, wenn der Termin gesetzt ist, dann beginnt der Vorverkauf. Okay. Das ist immer eigentlich gleich nach die nächsten Quali-Spiele. Mhm. Das endet jetzt das Belgien-Match. Was halt dann noch an dem Wochen ist, dann startet oft schon mit der Woche drauf der Vorverkauf. Okay. Für die nächsten Quali-Spiele. Hm. Das wird ja quasi geschaut, ob alles funktioniert hat, ob jedes Spiel stattgefunden hat. Kann Ersatztermin gesucht werden. Dann werden die anderen Termine erst fixiert. Ah, okay. Aber das ist ja dann nicht so einfach. Mit der Nationalmannschaft macht sich dann mal einfach so spontan unter der Woche. Sollte zum Beispiel irgendein Match ausfallen oder so, weil das war ja mit der Türkei einmal, wie das Erdbeben war. Mhm. Dann wird in dort, wo sie eigentlich das nächste Spiel gespielt hätten, dort wird dann das Ersatzspiel gespielt quasi. Das schiebt sich dann nach hinten quasi. Mhm. Und dann irgendwann, wo sie halt ein Test, wo die Testspielphase wäre, da haben sie halt das Abschlussspiel. Obwohl ich glaube, ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr sogar schon geregelt ist, aber sie haben jetzt gesagt, sie wollen einen Modus einführen, dass immer einer aus der Gruppe spielfrei hat. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das in unserer Gruppe auch schon ist. Es gibt aber jetzt schon ein paar Gruppen, die haben das so. Damit man eben Ersatztermine so reinschieben könnte. Mhm. Wissen ist halt, wenn du schon spielfrei gehabt hast dann. Tja. Über mich redet er wegen die Kurven, Alter. Oh. Warum denn? Kannst du das auch gut? Okay, das war nur der eine, so wie es ausschaut. Beim Baum, Alter. Du siehst, da war ein Baum, da musste ich ausweichen. Kann ich jetzt nicht zu viel dafür. Aber 125er ist halt schon wenig. Ich meine, auch wenn es dafür stehen bleibt, aber da brauchen wir wieder mehr Lagerfläche und alles. Ja, das schon. Das ist natürlich schon, aber es. Ich weiß ja nicht, wie viel Ballen das dann. Ja, dann. Da waren der Menge jetzt um die 40 Ballen mehr sind. Bei Ladewagen voll. Das ist ja eigentlich nur 2000 mehr. Ballen, das halt gesehen. Das ist auf 100 Ballen. Erst Icarus. Du meinst 2000 mehr pro Ballen. Schreib dich nicht am Computer, Alter. Was ist das mit dir, Biverser? Das 200.000 mehr? Also 2000 bleibt pro Ballen quasi über, weil er kleiner ist. Das wenn wir jetzt sagen mal 100, sind das 200.000. Das nochmal dividiert durch
3500 werden auf 100 Ballen 57 mehr. Was 57 mehr? Ballen. Auf 100 Ballen 57 Ballen mehr. Ja. Das ist dann über die Hälfte mehr. Ja, das ist auch ein bisschen über die Hälfte. Also ein bisschen unter der Hälfte, was Abfüllung fehlt. Das ist enorm viel mehr dann, finde ich. Das sind 2,5 Ladewegen. Na, wenn du sagst, auf 100 Ballen sind 50 Ballen mehr. Nee, das sind jetzt 2 Ladewegen mehr. Und 48 sind 2. Ein bisschen was. Ja. Ja, das schon, aber du musst halt nicht stehen bleiben. Das ist halt der Vorteil dadurch. Und enorm billiger ist sie halt gegenüber dem. Ja gut, wenn du den Hexer nimmst, dann ja, natürlich. Weil der Hexer kostet 300.000, 400.000, also. Ja. Mal anschätzen, was da jetzt. Man ist wurscht, wir können auch mit der weitermachen. Denn sicherlich wäre es effizienter, wenn man nicht stehen bleiben müsste. Andererseits muss man da doch wieder mehr einsammeln gehen. So, nochmal, was am Boden liegt, bleibt dasselbe. Ja, aber mit dem Ballenwagen musst du durch. Ja, gut, aber es sind halt nur zweimal. Also, man. Das dauert jetzt nicht so extrem lang. Okay. Sissi, du fährst ja von Ballen zu Ballen, ladest auf. Ja. Stimmt. Klar, es wird dann mehr, weil wenn wir sagen, es auf 200 Ballen sind es dann schon 114 Ballen mehr. Was ja cool ist eben, bei der großen auch, was die kannst du auch stationär einsetzen. Also du kannst einen Traktor hinstellen und lässt quasi hinten das rein und... Welche? Achso, die vom Video. Ja, hm? Das habe ich auch gesehen. Da wir nur hin und... Da brauchst du halt auch irgendwas, wie du das einfüllst, mit einem Förderband oder so. Ja. Schade, dass der Häcksler so teuer ist. So hätte man das doch die Version. Der Häcksler ist halt was Teures. Ja. Wir machen damit. Ich weiß nicht, was der billigste ist, aber ich glaube 400.000 oder so. Das Schneidewerk und so noch davor. Er billigste ist, oder? Das Stehenbleiben, das nervt schon ein bisschen, muss man ehrlich zugeben. Nerven tut es mich jetzt nicht, es ist halt wirklich zeitraubend. Ja.
Ich denke mal, das ist stets halt. Jetzt musst du wieder die andere Dings rechnen, was ich hier gerechnet habe. Nochmal bei 100 Ballen. Bei 100 Ballen sind das 13 Minuten und 33 Sekunden ungefähr. Jetzt hat. Schon was anderes machen könnte. Aber ja, natürlich so die Häcksel-Variante geil, weil kannst dann auch Silage extrem viel machen, aber es ist halt. Da hätte man das Angebot braucht, wenn wir mal verkauft hätten, mal den um 180.000, glaube ich, war das. Hätte man sich schon gönnen können, aber. Kann man sich ja noch überlegen, wenn es wirklich einmal ein Angebot kommt, vielleicht. Und man das Geld dann hat. Ja, irgendwann brauchen wir ihren. Ja. Aber ja, wenn wir dann eben, ich muss ja sagen, wenn wir dann Ställe und so ein bisschen haben. Also wenn wir dann den Hühnerstall haben, haben wir jetzt noch gesagt, komm. Pferde. Ja. Dann Reh und. Was? Bienen auch, haben wir gesagt. Ja genau, Bienen, ja. Bei Kühe wird dann eh länger dauern. Und wenn wir das einmal haben, dann kann man jetzt sagen, okay, man schaut auch immer, dass man 200.000 auf der Kante hat. Ja. Für irgendwelche größeren Angebote. Genau. Das heißt Traktor, Großtraktor, weiß ich nicht was, aber das. Weil wir sind halt dabei nie flüssig für irgendein Angebot, das kommt. Ja. Was auch völlig normal ist, aber. Ja, auch logisch. Irgendwann. Glaube ich, was dann auch gescheit da dann anzufangen. Zu sparen, mein Beetle meinst. Genau, dann. Wenn jetzt brauchen wir halt noch viele Dinge, die wirklich notwendig sind. Aber wie gesagt, wenn wir dann die Stelle haben und so und das nicht so unbedingt notwendig ist. Ein Teil mal fertig abgehen, bis auf die Toilette. Jetzt sind halt viele Sachen, wie ich noch, wo ich sage, also notwendig, aber wenn wir zum Beispiel wieder einen dritten Traktor hätten, wäre es auch wieder geil, weil dann hätte man ihn schon ansehen lassen können und wir hätten weitermachen können. Ja, das stimmt. Jetzt sparen ist halt auch. Das wäre. Ja, ist klar, es muss erst noch anlaufen alles. Wird halt jetzt dann auch immer weniger, was wir wirklich aktiv brauchen. Wie gesagt, so Düngemaschinen und sowas, das finde ich halt jetzt nicht so diese oberste Priorität. Presse haben wir, Mähdrescher haben wir. Wir haben da eh, sag ich. Noch einiges. Kann diese Presse, was du da jetzt hast, kann die auch normale Ballen machen oder nur mit Silage?
Ich habe mir das über. Ich habe das leider nicht. Ich wollte das googeln eigentlich, aber es müsste ja, wie du sagst, eigentlich gehen, dass man es umstellen kann. Weil es ist ja angeschrieben, dass du gewickelt und normal machen kannst, was du meinst? Bei jeder. Auch bei unserer. Das ist ja das Symbol Grasball und gewickelter Ball. Na gut, die Ballgröße kannst du einstellen. Ja, aber wenn du die Ballgröße für einen normalen Ball einstellen kannst und für einen gewickelten Ball, dann. Das wäre ja nur ein gewickelter Ball, nehme ich an, wenn es nur das geht, oder? Oder ist das falsch? Naja, wenn ich jetzt einstelle, zum Beispiel, sagen wir, also die haben noch 150, 125. Genau, Das das geht nur so. sehe ich nirgends, dass ich sagen kann, sie löschen nicht. Also sonst finde ich die Beschreibung halt ein bisschen dumm. Dann kann ich keinen normalen Ball hinmachen, was immer, wenn es nicht geht. Also der Ball würde ich sagen, nein, geht nicht. Würde ich auch sagen. Okay. Aber dann müssen wir uns die eine behalten, nämlich. Ja gut, die müssen wir uns so oder so behalten. Wir werden sicher irgendwann eine zweite Presse, dann brauchen wir ein Stroh und das und so. Ja gut, wir kaufen uns ja. Und Eine. dann die eine, hast du gesagt. Ja, eine. Dann haben wir eine. Wenn wir Silage machen und gleichzeitig liegt Stroh und so. Da wäre es interessant, was er macht, wenn man da Stroh reinhaut. Na kann am Ballen. So, vielleicht ist Machen aber wir nicht. deswegen das Zeichen, ja. Okay, jetzt. Soll man Oder nicht ist die verschieben. Logik wieder da, ja. Weil wenn wir Grasball machen, brauchen wir eine, die nicht silagieren kann. Ja, na gut, die haben wir. Ja. Wolltest du nicht gehen oder warst du schon? Nein, ich gehe, aber ich wollte es noch fertig machen. Nein, Daniela habe ich gemeint. Achso. Was muss schon los sein? Nein, nein. Ich gehe. Okay. Geht vielleicht. Wie jetzt zum Beispiel. Was ist jetzt zum Beispiel? Jetzt ist ein Großtraktor im Angebot für 122.000. Wenn wir dann für sowas Geld hätten. Waren das 64 PS? Ja. Weil ich das Cursplay-Feld auf einmal mitten im Weg habe. Gut, da passt es doch, weil.
Und wieder. Yep.